Scheinbar gibt es auch in Thailand eine gewisse Obsession mit Kaffee. Das ist einfach nur ein Kaffee, was scheinbar sehr, sehr guten Kaffee serviert. Das ist halt so, ne, wenn in Perth dann einmal die Sonne draußen ist. Das ist jetzt hier Samstag, der 14. September. Nachmittags. Naja. Ballert natürlich jetzt auch hier direkt aufs Thermometer drauf, aber hier wird gerade der Vlog gerendert. Welcome everyone. Ich zieh mir mal eine Kappe an, Alter, mit meinem Hässlichkeitshahn. Welcome everyone. Hallo. Heute ist Sonntag. Michelle ist in Thailand. Ich bin alleine. Ich wollte eigentlich wandern gehen. Alle meine Freunde haben mir abgesagt. Ja, auf jeden Fall gucke ich jetzt hier gerade, welchen Hike ich mache. Aktuell trinke ich übrigens die letzten Kaffeebohnen vom Imp. Die wurden geröstet hier Ende August. Das ist die letzte Batch, die es gibt. Also eigentlich kommt die von dieser Fiori-Rösterei. Vermutlich gibt es die gleichen Bohnen da immer noch. Aber trotzdem, in dem Design und so, ne, super dramatisch, habe ich gekauft. Das ist ein Relikt. Das werde ich auch aufheben danach. Das ist auch endlich mal fein gemahlen. Die haben mir das gemahlen, sodass ich das hier mit der neuen Bialetti, die neue Bialetti, mit der kann ich das dann benutzen. Die alte ist mir abgefackelt. Da habe ich irgendwann Kaffee reingemacht und kein Wasser. Und dann ist der Griff hier weggeschmolzen. Aber die war scheiße. Das passiert mit der neuen Bialetti ja nicht, ne? Hallo, hallo. Ups. Ja, cool. Anyway, das ist ein Relikt unserer Zeitgeschichte. Das muss ich noch spülen. So. Ich habe jetzt hier mich entschieden, ich mache den Ghost House Trail, weil der am nächsten an Perth ist. 45 Minuten Fahrt. Sieht ganz cool aus. Ist nur 12,5 Kilometer, aber es gibt hier auch Koalas. Da ist ein Koala Habitat. Mal sehen. Mal sehen, ob ich Koalas sehe. Oder Geister. Ja, ich muss mich auf jeden Fall eincremen, aber ich glaube, den Pulli kann ich eigentlich hier lassen. Den werde ich nicht brauchen. Hoffentlich bereue ich das nicht, aber ja, bin excited. Ich werde mir erstmal, glaube ich, sogar das Visitor Center angucken. Das sieht krass aus. Slip, slop, slide, ne? Okay, Frühstück ist drin. Let's go. Es ist eigentlich sehr, sehr schön hier. Ich bin gerade durch das Koala Sanctuary gelaufen. Da waren aber keine Koalas draußen. $17 Eintritt. Ja, ist okay, ne? Und ja, jetzt suche ich den Anfang von dem Trail. Hier ist halt noch so eine riesen Park- und Picknick-Gegend. Hier ist auch so ein See. Ja, jetzt muss ich halt gucken, wo die Wanderung losgeht, ne? Aber finde ich gerade nicht. Da hinten ist so ein komischer Vogel. Was bist du? Das sieht aus wie so ein Rebhuhn. Ja. Hier ist dann dieser See. Ich glaube, um den geht es jetzt erstmal rum. Ja, Soundkulisse ist absolut krass. In Australien fragt man sich natürlich auch direkt so, was schwimmt hier, ne? Ah, zum Glück hier halt keine Krokodile. Aber bestimmt kann ich hier irgendwas richtig fertig machen, irgendwo hier drin. Da auch der erste Kookaburra. Ja, der guckt mich an. So, hier ist jetzt ein anderer Trail, aber
Wenn ich der Karte Glauben schenken darf, die mir gegeben wurde, dann geht meiner hier auch lang. Der verschwindet gerade. Der kleine Bobtail, der ist hier gerade über den Weg gelatscht. Ja, war ich jetzt zu langsam. Puh, hat mich ein bisschen erschreckt. Sah ein bisschen aus wie eine Schlange. Ja, ne, der Trail macht seinem Namen alle Ehre. Hier ist es wirklich nass. Digga, ey, da jetzt durch. Das wäre auf jeden Fall hart. Ich bin schon froh, dass ich hier langlaufe. Also ich sag ganz ehrlich, da ist noch ein Weg. Und ich glaube, da müsste ich sein und nicht hier. Werde ich aber gleich sehen, wenn ich hier über so eine Brücke oder so ein Boardwalk oder sowas gehe, dann bin ich falsch. Glücklicherweise bin ich richtig. Hier geht es jetzt weiter mit diesem nassen Weg. Und hier muss ich lang. Da zum Geisterhaus. Das sind sogar Wegmerkmale an abgebrannten Bäumen. Das ist natürlich krass. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Trail bisher. Es riecht übelst gut. Überall die Wildblumen blühen. Und ja, allgemein nice Wetter und übelst grün. Das hat man in Perth auch nicht immer, ne? Also, mega. So, ich habe gerade zwei andere Wanderer getroffen, die ich übelst erschreckt habe. Anscheinend laufe ich ziemlich leise. Aber die haben mir gesagt, dass sie gerade so ein bisschen ungechillt sind, weil sie eine Red Belly Black Snake gesehen haben. Habe ich noch nicht gehört. Ich kenne hier nur die Brown Snakes. Aber Hashtag Snake Season, ne? So, ich muss gestehen, ich bin jetzt, so weiß nicht, vielleicht 500 Meter, 600 Meter gelaufen, seitdem ich die anderen getroffen habe. Und jetzt nimmt man natürlich jedes Rascheln, was hier abseits des Weges ist, anders wahr und guckt natürlich auch viel mehr. Auch wenn ich jetzt immer noch nicht weiß, was mit dieser Underbelly Fat Snake, Red Snake da los ist. Also, ich meine, das Gute ist, ich wiege über 100 Kilo. Ist nicht gut für mich, aber das ist natürlich gut, wenn mich was beißt, ne? Weil das dauert ewig, bis mich das hinrichtet. Also ich bin gerade auch wieder übel zusammengezuckt, weil hier irgendwas neben mir super doll geraschelt hat auf dem Weg. Ich merke aber dann auch so meine initiale Reaktion, einfach so stehen zu bleiben, ist wahrscheinlich total dumm. Vermutlich müsste ich irgendwie zurückspringen oder sowas. Gehabt und mal nachgeschaut. Also eine rotbäuchige Giftnatter. Braucht man keine Angst vor haben. Erstens sind die wohl extrem bissfaul, was Menschen angeht. Und zweitens ist die Dosis nicht tödlich für Menschen. Also komplett umsonst Sorgen gemacht. Ist ja nicht so, als wären hier auch Brown Snakes und so, ne? Alter. Also erstmal habe ich krasse Augen und zweitens habe ich schon wieder den Fehler gemacht, zusammenzuzucken und einfach stehen zu bleiben. Aber hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da, ne? Das ist ein, na, wie heißt der noch? Jetzt bin ich so ein bisschen aus Schreck, komme ich nicht auf den Namen. Das ist so ein Lizard, der auch Schlangen ist. Ah, ich habe den, glaube ich, am Anfang des Videos noch erwähnt. Naja, so eine Blue Tongue, keine Ahnung, hat sich auf jeden Fall gerade bewegt und ich dachte so, Alter. Alter, was bist du denn für einer? Bobtail heißt der, Bobtail. Der hat so einen viereckigen Kopf.
jetzt richtiger Busch. Muss ich die ganze Zeit schon auch jetzt gebückt laufen. Und jetzt 4,5 Kilometer ungefähr in, also ungefähr 4,5 Kilometer in den Trail gelaufen. Was ist hier? Da hat gerade wieder irgendwas gezuckt, aber das war nur klein. Ich habe gerade erst gesehen, dass hier sogar ein kleiner Geist und Fledermäuse auf dem Schild sind. Sehr gut. Holy fuck. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist aber ein riesen Wildblumenfeld. Ich glaube, das ist auf der Kamera nicht so gut sichtbar, aber es sieht mega nice aus. Mal gucken, ob man da näher rankommt. Kriegt man halt auf die Kamera einfach nicht so gut drauf, aber das sieht richtig schön aus. Ich glaube, die Farben von der Kamera hier sind leider nicht so gesättigt, dass das so gut rüberkommt. Aber das ist so ein ganz krasses Lachs-Rosa-Orange. Ich glaube, ich habe das Geisterhaus gefunden. Fuck. Was auf die Fresse geflogen. Das ist jetzt nicht so spektakulär, muss ich sagen. Ja, ein bisschen underwhelming. Geh ich einfach direkt weiter. Ich hatte auch eben gerade so ein bisschen komischere Begegnung mit so einem Pärchen. Sie sah einfach aus, als hätte die gerade 4 Bonköpfe hintereinander weggeraucht. Und ich mache dann so die ganze Zeit, weil ich halt viel schneller war. Hey, sorry, kann ich vorbei. Die hat gar nicht reagiert. Und dann, als ich vorbei war, meinte sie so die ganze Zeit, excuse me, und wollte halt mich fragen, wie lang der Trail noch ist. Dann haben wir uns halt gegenseitig die ganze Zeit excused und missverstanden und ich glaube, wir sind alle mit einem unangenehmen Gefühl daraus gegangen. Sogar hier ist wieder Sand, ne? Also schon die ganze Zeit. Also diese Sandwanderwege, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal so meins wird. Das ist echt hier immer so ein Ding, ne? Dann doch lieber Schlangen. Hört hier auch überall im Hintergrund den Kookaburra meckern. Ja, ist cool. Da vorne ist blauer Schmetterling. Der sieht so krass aus. Ich hoffe, ich krieg den drauf. Oh. Nee, das ist ein Vogel. Das ist ein kleiner blauer Vogel. Ich glaube, ich habe den jetzt nicht drauf gekriegt. Das war ein komplett blauer, also ey, ich habe nichts genommen. Das war so ein kleiner, komplett azurblauer Vogel. Richtig krass. Was zur Hölle? Krieg ich den nochmal? Naja, schade. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Müsste man mal, wenn ich das hier ins Video schneide, dann werde ich das mal googeln, was das für ein Vogel war. Damit das nicht so rüberkommt, als wäre ich komplett crazy. So Leute, jetzt wird's interessant. Noch rieche ich kein Feuer. Also gehe ich mal weiter. Hier ist auch echt wieder eine richtig geile Picknickzone. Hier habe ich jetzt hier sowas gefunden. Ich dachte ernsthaft erst, das wäre ein riesen Baumstamm, aber mal gucken. Boah, das ist keine Ahnung, irgendein Ofen? Da war auf jeden Fall mal eine Lampe. Das ist komisch, ne? Das ist so ein Rohr.
steht hier einfach mitten im Nichts. Naja, vielleicht wundert man sich, dass ich jetzt wieder Auto fahre. Das ist so, dass die eine Stadt, ich glaube es ist Clermont, sich zwar weiterhin weigert, die Anzeige fallen zu lassen, aber das Department of Justice, die habe ich jetzt angerufen, die haben gesagt, pass auf, wir lassen das jetzt ein Jahr da drin und dann verfällt das und du musst nicht zahlen. Da ist auch noch eine Höhle. Ja, was ganz korrekt ist. Auf jeden Fall, ich kann jetzt wieder Auto fahren. So, jetzt ist hier wieder so ein Ofending und das ist so eine Höhle. Vielleicht haben die da echt irgendwas rausgeholt, was sie dann da irgendwie verbrennen. Das ist halt das Geile hier, draußen gibt es keine Bären. Sonst hätte ich halt Schiss, dass mich da jetzt irgendein Bär raus anfällt. Ja, ganz crazy Farben sind die Dinger hier. Also ganz, ganz schönes lila, rosa. Ja, schon extrem sick, wenn hier alles blüht. Also das sieht wirklich krass aus. Okay, ich bin jetzt hier irgendwie am Anfang rausgekommen. Hier wäre der Trail gewesen. Also ich nehme an, ich bin jetzt auch wieder am Ende. Das ist halt hier immer so die Berechnung der Zeit, ne? 4,5 Stunden für 9,2 Kilometer, kaum Höhenmeter. Das ist halt so ein bisschen anders als in Europa. Ich habe jetzt 2,5 Stunden oder so gebraucht. Aber ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich ankomme. Ja, hier gibt es halt überall noch Barbecue-Areas und weiß ich nicht was. Das ist mega krass und diese komischen Fachwerkhaus-Dinger. Ich meine, das ist Plastik, ne? Aber... So, bin wieder da. Hinten steht Herbie. Und hier habe ich angefangen. Bei diesem Fake-Fachwerkhaus. Da ist der dicke Koala. Zeigt aber nur seinen Po. Nicht zu laut hier. Ich habe keinen Bock drauf. Hier nochmal von der anderen Seite. Da hat er sich so ganz doll eingeknuddelt. Hier unten mäht halt einer. Das will der Qualler nicht. Der will einfach nur in Ruhe schlafen. Ich habe jetzt hier zwei Kameras, die hier von Timelapses machen. Ich gönne mir jetzt hier meine Boots. Ja, Langala, Bock. Schön, Wasserschlangen sind da auf jeden Fall schon mal drin. Guck mal, wenig später komme ich hier an diesem Schild vorbei. Und der Tiger Snake, die da geschwommen ist. So, na.
Nach der Wanderung muss man natürlich ordentlich essen. Hier ein kleiner Salat mit Kimchi, selbst eingelegten Zwiebeln, ein bisschen Feta. Was haben wir noch? Tomaten, Salat, Thunfisch, ein paar Jalapenos, ne? Und hier gerade rote Beete, Kartoffeln, Zwiebeln noch im Airfryer. Ah ja, rote Beete ist ja auch noch drunter, ganz unten. Lecker, ne? Na, da ist die rote Beete. Jetzt mal durchrühren und dann wird das reingehauen. Jetzt richtig Sturm. Die Leute fliegen weg. Gefressen. Also mein Puls ist unnatürlich hoch, also weil ich mich halt krass pushe gerade, aber ich fühle mich halt nicht so körperlich, das müsste ich stoppen. Vielleicht gefährlich. Andere Flussseite, 8 Kilometer in. So, ich bin fertig. Jetzt waren die schnellsten 10 Kilometer ever, laut meiner Uhr. Ich habe es ein bisschen gepusht. Normalerweise soll man nicht in Zone 5, hat mein Freund James mir gesagt, der Ironman-Läufer ist. Nach der ersten Brücke war ich quasi die komplette Hälfte vom Lauf in Zone 5. Aber ich meine, James wird da schon recht haben. Aber ich glaube, ich habe recht da, mich ein bisschen zu pushen, weil eigentlich hätte ich heute Beine trainiert. Ich glaube, außer dass man natürlich einen Herzinfarkt kriegen kann und so, hauptsächlich fuckt das halt die Recovery ab, wenn man das macht. Und meine Beine wären jetzt ja eh abgefuckt gewesen, wenn ich im Gym gewesen wäre. Ja, die rote Beete hat mich auf jeden Fall richtig hart durchgepusht. Das ist halt krass, weil man auf der Uhr halt sieht, okay, du bist halt in einem zu hohen Herzschlagbereich. Aber man kann halt noch, ne? Man kann halt noch ballern. Die rote Beete versorgt die Muskeln mit mehr Sauerstoff. Boah, ich bin echt noch im Arsch. Also jetzt, ich hab immer noch 140 Puls. Mein Durchschnittsherzschlag, ich habe gerade mal meine Werte angeguckt, war auch 10 BPM höher, als ich normalerweise habe auf 10 Kilometern. Dafür war ich aber auch fast 5 Minuten schneller als beim letzten Mal, als ich die Runde gelaufen bin. Was wahrscheinlich immer noch echt keine gute Zeit ist. Also wenn ich jetzt überlege, für einen Halbmarathon müsste man jetzt nochmal so weit laufen. Und die Leute laufen auch noch viel schneller, als ich jetzt gelaufen bin. Das ist komplett insane für mich. Also... Ja.
du auch Guten Morgen, liebe Freunde der guten Laune. Ich gehe jetzt gleich laufen und ich dachte, ich zeige einfach mal, was ich letztens getan habe, um mich zu dopen. Und es hat hiermit zu tun. Und hiermit ist Rote Beete. Ja, man kriegt das nicht so gut aus den Händen raus. Auf jeden Fall, ja. So.
das ist er jetzt hier, ne? Der rote Hulk. Wie gesagt, das fördert halt so ein bisschen die Durchblutung und Sauerstoffversorgung der Muskulatur. Eigentlich soll man das so 2 bis 3 Stunden vorm Workout trinken, aber dafür habe ich halt keine Zeit, dann muss ich um 3 Uhr nachts aufstehen, ne? Deswegen, gib ihm. Okay, das ist viel zu dickflüssig. Ja, ne? Richtige Gönnung jetzt, bisschen dünner. Und go. Muss man sich halt aufpassen, nicht voll zu sauen mit. Jetzt habe ich auch schön den Lippenstift schon drauf. Na, dann geht's los jetzt, ne? So, das war jetzt ein neuer Rekord in der Länge. Mein VO2 Max wird immer noch angezeigt als 43, also unterdurchschnittlich, cool. Aber 13 Kilometer. Und ich habe es geschafft, nicht in eine abgefuckte Heartrate-Zone zu kommen. Das war jetzt auch mehr mein Ziel. Und das ist irgendwie krass, weil ich glaube, auf 10 Kilometern war ich jetzt so 3 Minuten langsamer als mein Rekord. Aber 3 Minuten schneller heißt halt auch 20 BPM mehr. Und das ist schon nicht so geil. Also es liegt auf jeden Fall auch an meinem Gewicht. Ne? Heute Morgen habe ich mich gewogen, 103,6. Ist halt viel. Die rote Beete ist halt irgendwie wie so ein Cheat. Ich weiß auch nicht, ob ich das langfristig jetzt öfter machen sollte. Ich freue mich auch schon, Michelle was vorzuschlagen. Die wird die so hassen. Naja. Ich habe auf jeden Fall jetzt so die letzten 3 Kilometer einfach nur Emptiness Machine angemacht. Ne? Also sowohl in meinem Kopf als auch auf meinen Ohren. Und durchgezogen. Und dann habe ich mich irgendwann so gefragt, bin ich jetzt in meiner Midlife-Crisis und trainiere gerade unterbewusst für einen Halbmarathon? Ich bin gerade einkaufen gewesen. Ich fühle mich ein bisschen kränklich heute. Eigentlich campen gehen, aber musste ich absagen. Ich habe mir jetzt so ein paar Vitamine geholt. Auf jeden Fall bin ich in dieser Straße mit den Türen in den Bäumen. Für die Leute, die hier schon waren. Hier bin ich an einem Baum eben vorbei. Und guck mal hier. Das ist übertriebene Bienennest drin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich will jetzt hier auch nicht zu lange stehen bleiben, bevor die mich angehen hier. Aber. Da. Sind sie alle. Ice cream. So, kleinen Flat White gemacht. Damit wird das Ibuprofen runtergespült. Ne, lecker. Ja, ich hab ein bisschen Hals, bisschen alles. Richtig scheiße. Aber ich hole jetzt gleich den Chef vom Flughafen ab. Die ist in Geraldton inzwischen gelandet. Weil die Benzin verloren haben. Geraldton ist so, ja, 2,5 Stunden, 3 Stunden von hier. Also von Thailand in Geraldton inzwischen zu halten und nicht die halbe Stunde noch nach Perth zu fliegen, heißt, das war ganz schön knapp. It's just the food, okay. Now the people. Mediterranean SK. Und so, did you design a cocktail? Hallo! Und zeig mal, was wir jetzt gerade abgeholt haben. Das ist wahrscheinlich das letzte Video mit diesem Handy. Das ist meins oder deins? Das ist
kann ich gar nicht sagen. Gut, aber wir haben zwei iPhones auf jeden Fall. Zwei iPhone 16 Pro, gerade ganz neu, frisch aus der Bäckerei. Ich bin jetzt auch Apple-Opfer komplett. Guck mal, das hat uns auch ein Freund mitgebracht aus Vietnam. Ah ja, das sind so ein Kaffee. Von einem Wiesel. Wieselkaffee, die kacken den aus. Ja. Also das ist hier von dem kleinen Bruder hier. Das ist jetzt welchen? Das ist deins. Okay, tu die mal nebeneinander so richtig. Wo ist deins? Okay, die unterschiedliche Blitzfarben. Für meinen habe ich mir gegönnt, für meinen Job. Ja. Einen neuen Job. Ah ja, das, Januar. Was machst du da? Ich arbeite an der Uni. Ganz okay. Ernsthaften Job habe ich dann. Als? Ich glaube, die nennen das in Deutschland Juniorprofessoren. Mhm. In welchem Fach? Kriminologie. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da Kriminelle... Aber du kennst halt dein Handwerk, ne? Ich kenne mein Handwerk. Ich habe das jetzt hier schon natürlich unboxed, aber hier nochmal so das Fake-Unboxing. Also, hier, das ist es. Der Bildschirm ist weiß diesmal. Da kann man sich dann die Apps draufmalen mit Bleistift einfach. Ganz cool, ne? Ja, das ist das erste Video auf meinem Handy. Ich bin sehr zufrieden. Hier liegt, glaube ich, ein Stück Kacke. Das werde ich jetzt essen für die Kamera. Nee, es ist Kohle. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, das neue iPhone ist jetzt leider ein bisschen besser auch sogar als meine Kamera, die ich gekauft hatte vor 2 Jahren. Krass. Aber das ist halt der Fortschritt. Michelle macht da was. Ich probiere mich gerade so ein bisschen aus. Ist eine gute Kamera. Ja. Erste Aufnahme mit dem Handy. Ja, und ich habe gerade wieder so eine Arschlochfrisur. Ja, und wie ist dein Handy? Gefällt dir das auch? Mega. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Was wir gleich machen? Ich würde den nächsten Vlog jetzt schon relativ schnell schneiden. Kurzfristig, weil du ja in Thailand warst, viel passiert und so. Und ich dachte, so als kleinen Abschluss machen wir so ein kleines Q&A, wobei wir so unsere Hot Sauce Challenge auch machen. Ist soweit. Michelle isst ja gerade noch ihr normales Essen. Aber da läuft übrigens King of Queens. So you didn't actually steal it. You just used it. Aber hier. Hier weint die kleine Eule. Und das wird jetzt zubereitet. Willkommen zu unserer kleinen Challenge. Hallo. Wir haben jetzt hier unser persönliches Hot Ones kreiert. Oder sind gerade dabei, das zu kreieren. Weil Michelle ja davon sprach. Einfach nur gewundert, ob es so schlimm ist, scharf zu essen. Ja, genau. Und weil ich jemand bin, der gerne Wunder ins reale Leben bringt. Nee, das ist der Timer, dass die Nudeln fertig sind. Vielleicht erklärst du mal weiter, was wir machen. Warten tun wir jetzt. Hier wird gerade die Soße auf die Nudeln getan. Und das hat so eine ganz perverse Farbe schon. Speichi. Unser persönliches Hot Ones kann starten. Ist das die Schüssel, die wir uns teilen? Ja. Also, wie gesagt, persönliches Hot Ones, ne? Ja. Weil du angeben musstest. Nee, ich hab mich einfach nur gewundert. Ich hab nie angegeben. Ich hab nie gesagt, ich könnte das. Ja, guck doch mal. Ja. Was ist die kleine, da ist eine weinende Eule drauf. Ist so. Echt? Ja. Okay. Also, Robert hat das auch gegessen. Er meinte, das war nicht so scharf. Also, Robert konnte das gut. Bitte. Ich will auch diese Gene haben. Achso, jetzt ist eine große Portion. Das ist aber jetzt eine riesengroße Portion, das ist krass. Weißt du nicht, dass Jana das letzte Mal so eine Nudel angehoben hat? Boah, das geht direkt in die Augen. Boah, krass. Jetzt esse ich niemals.
Ich mag scharf, so werde ich niemals. Ich wollte das so schnell vorbei. Ja, niemand hat gesagt, dass wir das aufessen müssen. Achso, ich dachte, wir wollen das aufessen. Achso, okay. Und wie ist es jetzt? Ich sehe nichts mehr. Also ich bin ja auch so ein bisschen krank, das heißt, mein Hals ist sowieso so ein bisschen irritiert. Boah, krass, du hältst das aber, hältst das ganz gut aus, dafür, dass das jetzt doch schon... Ist schon scharf. Ja, und was meinst du, kannst du so eine California Reaper essen? Nee, ich doch nicht. Aua, das tut so weh. Ja, also... Wie gesagt, ich weiß nicht, wie Robert das gemacht hat. Ja, Robert mag halt scharf, ne? Wäre nicht so. Naja, aber du wolltest halt angeben. Wir haben so ein Video gesehen mit irgendwie so einem Wettessen oder so. Von, ach ja, das war so, Comedians mussten. Ich kann nicht mehr gut erzählen, es tut alles richtig weh, aber so Comedians haben so eine Schaf-Ess-Challenge gemacht und mussten da so scharfe Chilischoten essen, unter anderem California Reaper, ne? Und da meinte halt Michelle, dass sie das wahrscheinlich auch easy könnte, weil sie hat ja thailändische Gene. Das habe ich gar nicht gesagt, ich hab mich einfach nur gewundert, ob das nicht einfach körperlich möglich ist. Es würde was wehtun, zwar wehtun, ja. Aber es ist sehr möglich. Und, ist es körperlich möglich? Es ist körperlich möglich, aber es tut auf jeden Fall weh. Atmen tut weh. Jeder Atemzug tut weh. Aber tut richtig weh. Ja, schaffst du noch ein bisschen? Mm-mm. Gar nicht? Ich glaube gerade nicht, ne. Also das ist halt auch, das sind auch eigentlich die ich Julian damals zeigen wollte, als Julian und Robin hier waren, weil Julian ja so angefangen hat, jeden Tag mehrere Chilis zu essen, um sich abzuhärten. Ich glaube, das ist halt so ziemlich der Endgegner. Weil es fühlt sich halt so, als hätte jemand mit einem Messer einfach so meine Zunge aufgeschnitten. Ja. Das fühlt sich auch so ein bisschen so an, als blutet die. Also man spürt so. Es schmeckt so ein bisschen wie so Kupfer oder Stahl auf der Zunge. Der Bauch tut auch weh langsam. Der Mund tut einfach nur weh. Ja, naja, aber wir wollten ja auch so ein bisschen so ein Interview noch machen. Was hast du so in Thailand erlebt? Nee, ich kann ja nicht so viel reden. war gut in Thailand dann. Mhm. Können wir uns das aufkriegen? Mhm. Hast du noch mal hast du einen Löffel gegessen oder? Im Brust am Anfang. Mehr nicht. Witzigerweise habe ich die Suppe auch in Thailand gesehen, diese Instant Soup. Da haben die gerade so Werbung dafür gemacht. Auch für diese Schafe? Mhm. Gibt es auch viermal so scharf? Weiß das wer? Vielleicht von euch? Seid ihr so Freaks? Meinst du, das ist jetzt entertaining geworden, das Video? Boah, weiß ich nicht. Also für mich ist das gerade... Ich merke aber so ein bisschen so dieses Momentum dahinter, dass man dann irgendwie, wenn man so im Internet berühmt ist, so wie wir, ne, man hat dann da so die 7, 8 Leute, die das gucken, dass man dann sich auch zu Blödsinn anstiften lässt dadurch, ne? Dass man dann so sagt, komm, heute esse ich scharf, morgen... Gehe ich mal mit einer Kettensäge in den Tierpark. Ja. Komm, wir können noch ein bisschen. Tut das weh, Mann? Tut das, man hört das auf. Ich glaube, ein bisschen geht noch. Mm-mm. Nee, ich möchte nicht. Nee. Ach, kann ich, glaube ich. Aber es tut jetzt überall weh, wo es vorher nicht wehgetan hat. Ja. California Reaper, ne? Kriegst du easy hin. Ich jetzt, glaube ich, erstmal nie wieder was Scharfes essen. Naja, gut. So viel dazu. Manchmal braucht man auch einfach eine humbling experience, ne? Ein bisschen runterkommen wieder. Also wenn die Rohr dann aufgegessen hat. Nicht zu nah an der Sonne fliegen. Das ist so scharf. Ihr kennt die Geschichte von Icarus. Also mit der Milch, das hilft kurz und danach, wenn das soweit ist, ist das... Ja, deswegen trinke ich gar nichts. Ich genieße das einfach nur. Ich habe viel mehr, also jetzt gerade das ist jetzt ja so momentaner Schmerz. Das kann ich easy wegstecken. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das meinen Magen komplett abfuckt, wenn ich das jetzt weiter esse und dass ich dann morgen
habe Angst, morgen das gleiche Gefühl an einer anderen Körperstelle habe. Ich habe morgen Angst, auf Toilette zu gehen. Ja, gut. Haben wir das auch mal gemacht, ne? Ich glaube, Jana hat übrigens, als sie hier war, da hatte ich das nämlich auch mal bereitet, hat Jana so an einer Nudel gerochen und hat die sich so ganz kurz auf die Zunge gelegt und meinte, das ist zu krass für sie. Also, du bist auf jeden Fall krasser als Jana. Das Ding ist, das hat zuerst auch ganz gut geschmeckt, die Nudeln. Und dann ja, ich fand das echt ganz lecker. Also, ja. Naja, das kommt aber jetzt unten da an. Ich stell mal vor, du kotzt das jetzt durch die Nase aus. Nee. Naja. Gut, so viel dazu. Das war, glaube ich, 30. Vlog. Ja. Das war ja, du machst ja immer fleißig. Ja. 30. Vlog. Mal sehen, vielleicht ist das auch der letzte. Ja, mal gucken, ob ich das übernehme. Wir bleiben jetzt auch noch ein paar Jahre hier. Das heißt, kommt uns fleißig besuchen. Gebt auch mal wieder einen Daumen hoch. Ne? Ja. Gebt mal wieder einen Daumen hoch. Das letzte Video wurde auch ganz schlecht geklickt. Es haben noch weniger Leute geguckt als sonst. Also geht vielleicht auch nochmal zurück zum Video davor. Guckt euch das an. Das tue ich jetzt mal hier oben irgendwie in die Ecke, wie man das immer macht. Da, bei YouTube hin. Zeig in die Ecke, genau. Irgendwo hier. Da, hier kommt das hin. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abgang. Ja. Ciao.